Guten Tag. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, der einzig dafür gegründet worden ist, meinen Vaterkomplex mittels der Aufmerksamkeit männlicher Zuschauer zu kompensieren. Ich hatte ja eigentlich an einem anderen Video gearbeitet, aber dann hat der YouTube-Algorithmus mir einmal mehr einen Strich durch meine wohl aufgestellte Rechnung gemacht. Und natürlich kann ich schon jetzt die Kommentare vorausahnen. Und ja, es mögen einmal mehr tiefhängende Früchte sein. Aber ich sehe mich einfach außerstande, hier der Ignoranz den Vorzug zu gewähren. Tiefhängende Früchte sind im Übrigen ein gutes Stichwort, denn heute geht es um das Thema Nacktheit oder noch genauer Brüste. Disclaimer an dieser Stelle für alle Feministen, die schon jetzt kurz zum Ausrasten sind. Nein, ich sage nicht, dass penetrante Starren und unseriöses Anbaggern tolle Sachen sind und trotzdem gibt es mehr als eine Seite zu der Sachlage und die wollen wir hier und heute beleuchten. Frankie Boy und Maria Schätzchen haben zu dem Thema nämlich ein absolutes Meisterwerk fabriziert. Kein Hass an dieser Stelle. Ich finde die beiden eigentlich recht sympathisch. Mit denen könnte man bestimmt gut was trinken gehen, wenn man nicht über Politik oder gesellschaftliche Themen spricht. Aber was sie hier vom Stapel gelassen haben... Meine Güte! Journalistisch ausgereift, alle Seiten beleuchtend, mit offenen Fragen und ohne hier irgendein Narrativ zu pushen. Ironie aus. In ihrem Video begeben sich die beiden an die Isar und dann zieht sie ihr T-Shirt aus und sie spazieren ein bisschen über die Wiese und man sieht an ihrer gesamten Körperhaltung, dass sie sich nicht wohlfühlt, was die beiden auch gut reflektieren. Dann sprechen sie darüber, sprechen mit anderen Liegegästen über Nacktheit und ob das empowernd ist. Und ich habe es so verstanden, dass der Punkt bzw. die Kritik des Videos ist, dass weibliche Brüste im Gegensatz zu männlichen von der Gesellschaft sexualisiert werden. In den Kommentaren wird auch darauf hingewiesen, dass das ja ein kulturelles Phänomen ist. Und weil Männer sich einfach so das Oberteil ausziehen können und Frauen nicht, ist das ja ungerecht und diskriminierend und keine echte Gleichberechtigung. Aber es ist ja eigentlich voll schade, ne? Weil Typen können ja rumlaufen, wie sie wollen. Ja, eben. Und Frauen nicht. Also, ich weiß nicht, ist halt ein bisschen auch eine Art Diskriminierung oder, ja. Also ich habe eher den Eindruck, euch geht schlichtweg zu gut. Zu meiner Kritik. Mein erster Gedanke hierzu wäre, wisst ihr, was Biologie ist und wie sie funktioniert? Heterosexuelle Männer und bi- bzw. homosexuelle Frauen fühlen sich von gewissen weiblichen Körperregionen sexuell angezogen. Das suchen sie sich nicht aus. Ein Fußfetischist sucht sich ja auch nicht aus, ob er Füße erotisch findet oder nicht. Er findet sie eben erotisch. Und es gibt Menschen, die werden von Brüsten sexuell irritiert. Das möchte man in seinem Alltag gemeinhin vermeiden. Es ist ja nicht so, dass es für Nacktheit keine expliziten Orte gibt. Ich gehe aber davon aus, dass euch das nicht reicht und ihr auch außerhalb einschlägiger Ortschaften die Gleichberechtigung etablieren wollt. Und meine zweite Frage an dieser Stelle ist, wie sehr wollt ihr die Gesellschaft eigentlich noch sexualisieren? Reicht euch die Werbung nicht aus? Oder die Musikvideos, die schon nicht mehr an Musikvideos erinnern, sondern an Pornografie? Ein entfernter Bekannter von mir hat mal 4 Wochen in Afghanistan verbracht und im Nachgang erzählt, dass er während dieser Zeit nicht einmal an Sex gedacht hat. Woran könnte das wohl gelegen haben? Eventuell am Wegfall sämtlicher weiblicher Reize? Denkt ihr in diesem Bezug auch mal an die ganzen Kinder? Ich frage für eine Freundin. Und liebe Feministinnen, ihr seid doch immer so gegen Objektivierung. Was glaubt ihr denn, was geschieht, wenn Free the Nipple tatsächlich umgesetzt wird? Dahinter steht einmal mehr dieser absolute Gleichheitswahn. Die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau reicht euch nicht. Es muss auch noch bis ins Allerprivateste gehen. Irrelevant, wie absurd sich das Ganze gestaltet. Und ich werde jetzt mal zur griechischen Sibylle und prophezeie. Es wird der Tag kommen, an dem Feministen es für ungerecht erklären, dass überwiegend Männer ihre Frauen penetrieren. Wer also für die Gleichberechtigung ist, kauft seiner Frau einen Strap-on. Nur so kann absolute Emanzipation etabliert werden. Gehen wir mal auf die persönliche Ebene. Es ist doch wieder eine wunderbare Zusammenstellung vom Projizieren der eigenen Unsicherheiten
auf andere. Sie spricht ja auch ganz offen darüber. Rumzulaufen macht so nervös, weil mir sofort aufgefallen ist, welche Gruppen ihre Gespräche unterbrechen und welche nicht. Und das ist nämlich der Moment, den man nicht dann mehr in der Hand hat. Weil meine eigene Entscheidung ist das, ziehe ich mein T-Shirt aus oder nicht. Aber die Entscheidung, die mir dann genommen wird, ist, wer guckt, wer hört sein Gespräch auf, wessen Aufmerksamkeit richtet sich eindeutig so gegen uns beide. Und das sind dann immer so die Momente, wo mir auffällt, oh Mist, jetzt wird mir gerade eigentlich wieder was von meiner Macht und von meinem Selbstbewusstsein genommen. Es müssten eigentlich sich ein paar mehr trauen. Weißt du, warum ich da widersprechen würde? Ja. Zum einen, weil ich nicht die Aussage treffen wollen würde, die Frauen müssten sich mehr trauen, sondern ich würde mir eher wünschen, dass die Leute, die ihr Gespräch unterbrochen haben und ich mich von denen angestarrt fühle, dass die ihr Verhalten verändern würden. Voll, ja, das ist so ein weiter Weg natürlich. Ja, genau, Maria, weil du ein Problem mit deinem Selbstwertgefühl hast, sollen sich andere Leute ändern. Logisch. Und es geht darum, dass die Typen, die in dem Fall dann glotzen, dir die Kraft nehmen, sich so zu trauen. Frank, was redest du da? Das ist Schwachsinn. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für meine über alles geliebte anekdotische Evidenz. Also ich persönlich finde ja, meine vollständige Nacktheit ist ein Geschenk, das ich jemandem mache. Ich meine, ich könnte hier in Berlin wunderbar im Forman leben, aber ich bin da leider etwas altmodisch und romantisch. Nichtsdestotrotz war ich letztes Jahr am Capacona und wir sind da so am Strand spazieren gegangen und wir wollten eigentlich nicht ins Wasser, aber dann hat die Ostsee so einladend ausgesehen, dass ich dachte, ich gehe jetzt einfach rein. Und ich habe mich meiner Kleider entledigt. So. Und da waren tatsächlich zwei Männer, so um die 40, 50, die haben sich tatsächlich sehr gefreut, mich zu sehen. Und mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Warum auch? Was haben die Blicke und Gedanken fremder Menschen mit meinem Wohlgefühl zu tun? Gar nichts, denn ich bin sehr zufrieden mit meinem Körper. Das kann mir niemand geben und das kann mir niemand nehmen. Guck mal, normalerweise würden wir ja jetzt hier so zu zweit uns einfach getroffen haben und uns so in der Sonne sonnen, würden wir irgendwann zu einer Abkühlung an den Fluss gehen. Du würdest dir dafür nicht extra ein T-Shirt anziehen. Ich hätte aber extra nochmal diesen Gedanken im Kopf, weil ich denken würde, fuck, was würden halt die Leute machen, wenn ich jetzt nicht extra mein Hemd rauskrame so. Maria, bitte tu dir selbst einen Gefallen und lass die Pubertät hinter dir, okay? Wenn es um das Thema Strände geht, habe ich ja noch einen anderen Verdacht, was hier das Problem sein könnte. Ihr beiden kommt aus Westdeutschland, oder? Deswegen seid ihr mit eurer Nacktheit auch so unsicher. Das heißt, auch für meine Wahrnehmung ist es auch was Besonderes, weil ich das auch nicht gewohnt bin, weil wir alle irgendwie mit den Bildern nicht so groß geworden sind, glaube ich, oder? Dass es einfach so im Alltag in Ordnung und normal ist. Nö, kann ich nicht bestätigen. Also ich bin damit groß geworden, meine Familienmitglieder regelmäßig nackt zu sehen. Und an ostdeutschen Badestränden, oben ohne oder ohne alles zu liegen, ist absolut kein Problem. Da guckt auch niemand komisch oder quatscht dich dumm von der Seite an. Und das gilt für Männer und Frauen. Ihr könnt ja in den Sommermonaten gerne mal nach Berlin kommen. Am besten zum Teufelssee. Ich bin da vor einem Jahr mal durchgelaufen und war danach absolut traumatisiert, weil ich noch nie so viele Penisse auf einem Haufen gesehen habe. Das war schlimm. Wenn ihr wirklich so scharf darauf seid, euch der Öffentlichkeit nackt zu präsentieren, es gibt FKK-Strände, es gibt Nudistencamps, es gibt Saunen, es gibt Thermen, es gibt all diese Orte dafür. Und das waren meine 2 Cent zur Sache. In jedem Fall, danke an alle, die bis hierhin dabei geblieben sind. Passt auf euch auf und gehabt euch wohl. Ciao. Ist. Wie sehr wollt ihr die heterosexuelle, beziehungsweise bisexuelle, beziehungsweise homosexuelle... Oh mein Gott, oh mein Gott. Und es gibt Menschen, die werden von Brüsten sexuell orientiert. Irritiert! Oh Gott!
Wer also für die Gleichberechtigung ist, kauft seiner Frau ein Strap-on. Strap-on? Strap-on. Nicht Strip-on. Strip-on!